Regional, zuverlässig und fair. Strom und Erdgas der Stadtwerke München gibt es auch in Petershausen. Wir wünschen gute Unterhaltung bei Ortschaft der Woche. Liebe Zuschauer, wir sind in Petershausen und wir besuchen die Jugend, denn die Jugend hat ihren eigenen Platz hier im Jugendzentrum Petershausen. Der Olaf passt auf die Jungs und Mädels auf, die hier sitzen. Und ich muss sagen, dass wenn ich früher in meiner Oberpfälzer Randkolchhose gehabt hätte, ich wäre dankbar gewesen. Schaut euch mal das an. Da wird gekickert. So, grüß Gott erst einmal. Ob die jungen Menschen mit mir, alten Frau, sprechen? Hallo. Aber der hier, oh, er sagt Hallo, gut erzogen. Wer bist du? Der Kaidlen. Kaidl. Und du bist der? Florian. So, wie schaut's aus? Fangt ihr an? 1:1. Was ist denn los? Kommt ihr aus Petershausen? Ja. Und wie oft kommt ihr in den Jugendtreff hierher? Ich 2-mal die Woche, weil ich am Freitag weg bin. Aha. Und du? 2 oder 3-mal die Woche. Das ist aber cool. Man trifft sich dann immer so, oder? Trifft man alle miteinander. Sind jetzt die meisten Petershausener Jugendliche oder gibt es nur ein paar mehr auch? Die meisten sind Petershausener Jugendliche und ein paar kommen auch von außerhalb her. Alles klar. Wer ist jetzt eigentlich der Olaf? Der Chef, das ist. Ja, das ist der Jugendton, Olaf. Grüß dich. Den bist du gewohnt, oder? Muss ich, auf jeden Fall. Ein paar Mädels sind auch noch da. Servus, Habertere. Ich komme dann gleich mal zu euch. Wer beim Billard spielen, da gut absahnt. Jugendzentrum, du passt auf die alle. Ja, seit 10 Jahren. Seit 10 Jahren schon. Ah, kommst du aus Petershausen? Nein, also ich komme aus Heimhausen ursprünglich, wohne aber in München. Kommt es dazu, dass du das hier übernommen hast und aufpasst? Mei, ich habe einen Studentenjob gebraucht und dann habe ich irgendwie angefangen und bin dabei geblieben. Und es hat mir echt immer mehr Spaß gemacht und seitdem ich fertig bin mit dem Studium, mache ich es Vollzeit. Jugendliche oder Jugendzentrum, wie alt sind es denn so im Durchschnitt alle? Mei, die jüngsten 12. So der Schwerpunkt ist so bei den 14- bis 18-Jährigen, aber die kommen dann schon auch noch bis 20 oder. Ja, aber sag mal, warum kommt man ins Jugendzentrum? Was glaubst du, warum kommen die hierher? Ich glaube, weil sie Langeweile haben und einen Ort suchen, wo sie sich treffen können und wo sie irgendwie ihren Spaß haben können. Und man muss ja vor allem kommen Jugendliche, die eher so ungebunden sein wollen. Also die wollen sie nicht verpflichten, kommen aber trotzdem zu jeder Öffnungszeit. Also wie oft habt ihr offen oder wie lang und wie? 4-mal und immer bis 9 oder bis 10. So lange dürfen die da ausgehen in Petershausen? Ja. Ihr habt ja natürlich auch alles da, ne? Also es ist, man muss ja doch, ist es, also ich frage es jetzt mal so, man muss ihnen was bieten oder ist man mit wenig zufrieden? Also man muss ihnen schon was bieten, aber es reicht manchmal auch, wenn man als Person ihnen was bietet. Also man muss nicht unbedingt immer die volle Technik haben oder so, das nicht, sondern aber es muss halt eine gute Zeit für die sein. Ja? Also das, naja, dafür muss man natürlich schon was tun. Also es ist kein Selbstläufer. Warst du selber ein Jugendzentrumsgänger? Ja, sehr, ja. Was hast du aus dieser Zeit mitgenommen für den Job hier? Ich glaube, am wichtigsten, dass man lernen kann, alles selber zu machen. Und dass man damit eigentlich, also dass es gar nichts nützt, zu jammern, was nicht da ist oder so, sondern dass man sich halt dann behelfen muss. Ob das eine Party ist oder ein Bandraum. Also ich habe früher selber Musik gemacht und wir hatten nie einen Bandraum. Und jetzt kann ich das anbieten. Das macht mich total stolz. Jetzt alles egoistisch geplant, Olaf, oder? Ich komme ja gar nicht dazu, aber einfach für die, dass die eine Möglichkeit haben, sich da zu verwirklichen und so. Das gibt es halt sonst am Land nicht. Sag mal, wie ist es dann so mit, ja, Probleme hierher bringen. Jeder Jugendliche hat irgendwas zu Hause und ist irgendwie halt so auf dem Sprung zum Erwachsenenwerden. Wie gehst du damit so um? Kommen die her? Wollen die reden? Weil mit Mama, Papa kann man gerade nicht sprechen. Wie ist das? Viel. Also es ist wirklich viel. Da zeigt sich auch, dass ich halt schon lange da bin. Also das ist wirklich, das spricht sich unter denen noch rum, dass man kommen kann mit seinem Scheiß, sag ich mal, ja. Und das nehmen die schon in Anspruch. Also, aber da hat man schon Verantwortung, oder? Ja, klar. Also es ist schon ja auch eine fachliche Verantwortung, ja. Also auch, das sind ja auch nicht einfache Geschichten so irgendwie. Also alles, was man sich, also ich habe früher immer gedacht, so das Hartz-IV-TV, das ist alles total irgendwie erfunden und so, das gibt's gar nicht, aber das gibt's im ganz normalen Dorf, gibt's die abgrundtiefsten Geschichten und so. Und das ist, und die leiden natürlich da auch drunter. Und dann ist es aber ein sehr weiter Weg, halt irgendwie voranzukommen. Aber ich denke, das ist halt das Gute, dass wir hier recht kontinuierlich sind.
also manche von denen kenne ich jetzt echt schon seit 8, 9 Jahren. Und dann die waren ja Wutzeler, ne? Ja, ja. Also, ja, der Dustin zum Beispiel, der da an der Säule lehnt, den kenne ich, da war der 8. Wie alt wird der gewesen sein? 9, 10 oder so? Ja, und jetzt ist er volljährig und wir haben zig Geschichten zusammen erlebt. Und so. Ich gehe mal ein bisschen rum, ich gehe mal zu den Mädels. Ja, da gehe ich jetzt mal hin, setze mich mit an die Theke. Das ist immer so das typische Bild, die Mädels stehen an der Bar, während die Buben spielen, gell? Gell? Ja. Sind es anständige Buben in Petershausen? Natürlich, sind alle anständig. Geht ihr auch alle miteinander in die Schule oder wie ist das? Unterschiedliche Schulen. Unterschiedliche Schulen? Ja. Ja, und ihr habt euch hier dann kennengelernt, oder? Alle durch Petershausen. Aha. Auch das Jutz, ja. Ja. Das Jutz ist, was sagt denn der Mama und Papa so, wenn man so dann ins Jutz jetzt geht, machen die sich Sorgen? Nein. Nicht? Die lassen euch? Ja, klar. Ja? Ja. Wir wissen einfach, dass sie bei uns gut aufgehoben sind. Was macht am meisten Spaß im Jugendzentrum? Also mir jetzt persönlich der Kontakt natürlich mit den Jugendlichen. Ich bin ja noch ganz neu jetzt mit dabei. Was heißt ganz neu? Ich habe im Oktober erst beim Zweckverband angefangen. Ach so. Und ja, jetzt für mich ist es halt was Neues, da jetzt mal einzublicken, wie das läuft im Jugendzentrum. Und ist schon schön, gerade mit den Mädels jetzt stehe ich mich gut. Wir haben jetzt auch schon Mädelsabend geplant. Dass die hier auch mal ein bisschen zu ihren Kosten kommen, muss ja auch mal sein. Was macht man denn dann da so? Also, ich bin raus aus der Nummer, ich bin schon alt. Sitzt man zusammen? Alt. Nein, aber man sitzt zusammen und ratscht und über Jungs. Ja, und Filmabend, kocht eine. Wow, cool. Gesichtsmaske oder so war das noch? Ja. Was halt Mädels so machen, genau. Gell? Was möchte ich jetzt? Vor allem darf dann auch mal die Musik laufen, die Mädels immer hören wollen. Ist klar. Ja, das hört sich wunderbar an. So, liebe Zuschauer, wir sind im Jugendzentrum Petershausen gleich mehr. So, wer hat jetzt schon was versenkt? Ach, gibt's ja nicht. Die Ortschaft der Woche wurde präsentiert von den Stadtwerken München. Strom und Erdgas der Stadtwerke München gibt es auch in Petershausen. Wechseln auch Sie. Maxi, leg los. Kannst du mal loslegen? Mach mal ein schönes Solo. Hau mal ein schönes Solo. Der Gitarre. Maxi, sauber, wegen Enter Sandman haben wir auch noch neu von Metallica, oder? Hey, das ist so cool, ich hab zum Probenraum hier. Bist du auch ein Musiker? Ja, halbwegs. Was heißt das halbwegs? Also, keine Ahnung. Ja, aber was spielst du denn? Wir machen Hip-Hop. Ihr macht Hip-Hop? Wer ihr? Wir, ja. Und noch andere, aber der ist nicht da. Aha. Und wie oft macht ihr das? Also so richtig gezielt mit Sinn einmal auf Plattenvertrag? Nein. Einfach ein Spaß an der Freude. Hobby halt. Seit wann macht's denn das schon? Zeidl. Kann man schwer sagen, immer schon so ein bisschen zwischendurch. Trefft euch dann immer im Jugendzentrum hier, um das zu machen. Aha. Und der Maxi spielt seit wann? Halbes Jahr, ja. Ein halbes Jahr erst? Learning by doing oder lernst du? Was? Du bist ein Naturtalent. Nein, nicht wirklich. Immer diese falsche Bescheidenheit bei Jugendlichen, das gibt's doch gar nicht. Aber das wäre ja mal was. Berufsaussicht, Mettler. Ja. Auch nicht? Was willst du denn da mal werden? Keine Ahnung, das ist nicht so einfach. Ja? Wenn man weiß, wohin es gehen soll. Hartz IV. Das wäre das Einfachste, aber ist auch nicht so schön, sage ich euch gleich. So, und wer bist du? Was treibst du so im Jugendzentrum?
Ich bin hier nur zur Unterhaltung eigentlich. Echt? Für die anderen oder was? Nee, ich lasse mich eigentlich lieber unterhalten. Sitzt da? Es gibt ja immer so, es gibt immer die, die da sitzen und die anderen, die aktiv sind, gell? Ist vielleicht eher so, der im Hintergrund sitzt und zuschaut, was manche Leute falsch machen und dann mich darüber amüsieren. Oder aufregen. Ja, oder so, aber mehr amüsieren. Aber sonst versteht sie eigentlich schon gut untereinander, oder? Nee. Wird einmal Kraft da. Was? Gerauft heißt das. Also. Ja, hallo. Echt? Ja. Hinten am Feld draußen oder was? Überall. Überall, weil es halt in Peterhausen so ist unter die Bomb, gell? So schaut das aus. Du hast talentierte Musiker da, Olaf. Ja, ja. Sind aber falsch bescheiden. Das sagt er selber wahrscheinlich nicht. Was spielst du? Gitarre eigentlich. Aber. Das, schau her, schau her, wenn ihr schau. Keinen Drummer habt. Ja, komm, jetzt spiel mal. Nein, andersrum. Wenn andersrum. Ich kann für ihn einspringen. Ja, nee, dann spring ich für ihn ein. Du! Was bedeutet das jetzt? Wer spielt jetzt Gitarre? Der da. Du spielst jetzt Gitarre? Ich kann keinen Drum. Ich kann, nein, bitte. Wenn, nein, da. Aber da macht's nichts, dass ich das. Das ist eine schöne Jazz. Das ist eine schöne Jazzgitarre. Das ist immer die falsche Bescheidenheit. Komm, gibst du. Ja, da muss er ran, gell? Das ist so. Gott. Das sind, kurz ist denn der gut? Das ist. Kurz ist denn der gut? Da muss man dann schon immer mitmachen, gell? Ob man will oder nicht. Da, Augen auf bei der Berufswahl, Olaf. Ja? So schaut's aus. Ja. Der Maxi ist überall, den kannst du überall hinsetzen, auch an die Drums. Oh, geh, sag's denn, die Bum. Du brauchst nur kurz was anspielen, Olaf, um Gottes Willen. Wir wollten dich jetzt nicht zwingen dazu, aber das war der Maxi. Komm, ich ärgere dich jetzt. Spiel mal Faust, ja? Der Chef spielt Gitarre und dann wird einfach mal so losgelegt. Es war mir ein Fest, hier sein zu dürfen. Ja, ja? So schnell geht's. Einfach an der Gitarre zum Schluss hinausgespielt. Macht Servus, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Macht es gut. Habert Ehre. Die Ortschaft der Woche wurde präsentiert von den Stadtwerken München. Strom und Erdgas der Stadtwerke München gibt es auch in Petershausen. Wechseln auch Sie.